Ja, herzlich willkommen zu Naval Action. Heute möchte ich euch Beginnern das Spiel den Anfang ein bisschen näher bringen. Ich bin bei den Schweden und unsere Hauptstadt ist in Gustavia. Gustavia ist hier drüben. Zur Erklärung, schwedische Städte werden natürlich mit schwedischen Symbolen angezeigt. Das sind die Dänen, das sind die Preußen, Engländer, Russen, Spanier, da gibt es noch Franzosen, ja, wenn nicht Piraten. Freie Städte wie zum Beispiel Lamona, wenn ihr hier drüber geht, Lamona seht ihr, steht Freetown. Welche Region, wann ihr die Stadt zum letzten Mal besucht habt, wenn ihr denn schon da wart und wie aktuell die Steuern dort sind. Ganz kurz, warum ist es wichtig, zu welcher Stadt welche Nation gehört? Ihr könnt fremde Städte nur dann mit Kriegsschiffen ansegeln, wenn sie frei für alle sind. Frei für alle, das legt der jeweilige Clan fest, der diese Stadt hält. Leider finde ich jetzt gerade keinen. Ansonsten können Städte nur mit Handelsschiffen angefahren sind. Ihr werdet später kennenlernen, was Handelsschiffe sind. Alles, was man eine Trader hat, die Lavender Cross und die Indiaman. Aber das erfahrt ihr dann. Okay, ich finde jetzt gerade leider keins, wo Free vor Ort steht. Ja. Ach, hier haben wir sie. Da guckt, wenn es so aussieht, dann steht Zutrittsrechte frei für alle verfügbar. Sprich, in solche Städte könntet ihr auch mit Kriegsschiffen reinfahren, auch wenn Joppe von den Piraten gehalten wird. Zur Karte, ganz logisch, mit linker Maustaste, Vorführeffekt, weil ich gerade raue, kann es raus, mit dem Mausrad zoomt ihr raus und rein, und wenn ihr natürlich reingezoomt habt, linke Maustaste gedrückt halten und mit einer Maus links-rechts bewegen, schiebt ihr die Karte hin und her. Wenn ihr später mal eine Stadt sucht, könnt ihr jetzt hier Hafenbezirk. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo Havanna liegt. Dann drücke ich hier drauf und auf dieses kleine Teil hier, und dann wird mir das angezeigt. So, jetzt weiß ich gerade nicht, Mensch, Gustavia. Wo ist Gustavia, meine Hauptstadt? Gebe ich hier oben Gustavia ein. Drücke drauf. Und die Karte bringt mich nach Gustavia und rein und raus zu. Ah, also Mausrad raus rein, wenn ihr drinne seid. Linke Maustaste halten, hoch, runter, links, rechts mit der Maus. Selbsterklärend. Hier haben wir Händlerwerkzeuge. Hafen und Bezirke. Händlerwerkzeuge komme ich später kurz drauf. Hier oben ist auch nochmal die Übersicht der Nationen. Okay, mit M. Karte auf, Karte zu, Karte auf, Karte zu. So, ganz kurz. Zum Anfang habt ihr die Möglichkeit, ein Tutorial zu machen. Tutorial könnt ihr hier oben draufklicken auf die Zahnräder und dann steht hier Tutorial. Es gibt das Schießtutorial, Basisfertigkeiten im Schießen, im Segeln. Manöver allein durchzuführen, wenn dein Ruder deaktiviert ist. Es ist das manuelle Segeln. Feindliche Schiff verfolgt, einnimmt und dein Schiff repariert. Wenn ihr diese einzelnen Tutorials habt, ihr diesen Haken, ja, ihr müsst tippeltappel durchgehen, ihr könnt nicht quer durchhüpfen. Und wenn ihr die Tutorials, könnt ihr die einzelnen Prüfungen machen. Ich empfehle jedem, diese Tutorials zu machen. Es bringt einem erstmal die Grundlagen näher. Habt ihr diese Prüfungen absolviert, bekommt ihr ein Schiff, ihr bekommt Hull Repairs, ihr bekommt Rig Repairs für die Segel und ein bisschen Kohle. Zum Thema Kohle. Ihr schließt das wieder mit Escape. In dem Spiel gibt es zwei Währungen. Einmal die Reals, das sind diese silbernen Dinger, und einmal Dublonen oder auch Golddublonen, Goldmünzen genannt. Das sind diese Teile hier. Komme ich gleich dazu. Wir arbeiten erst die Leiste ab, dann arbeiten wir den Chat ab, dann dieses Teil und dann dieses Teil. Okay. Ja, hier könnt ihr auch das Spiel verlassen. Ihr könnt es aber auch über Escape machen. Hier steht der Name der Stadt und es ist die Nation angezeigt.
Gustavia, Hauptstadt der Schweden. Klickt er hier drauf, es ist die Hauptstadt, es ist ein Tiefwasserhafen. Tiefwasserhafen bedeutet, hier können schwerere Schiffe reinfahren. Es gibt Flachwasserhäfen, zeige ich euch gleich. Da können nur bestimmte Schiffstypen, alle Schiffstypen der Klasse 7 und 6, also das ist die, sind die kleinsten, es geht hoch bis zur Stufe 1. Die Steuern betragen 10%. Was wird hier produziert? Das ist wichtig, wenn ihr dann später hier Gewerbe bauen wollt, wenn ihr Materialien abbaut, weil ihr es braucht, um irgendwas herzustellen, um Schiffe zu bauen. Wird hier angezeigt, wenn ihr mit der Maus drüber geht, was es ist. Aufs Bauen, aufs Craften gehe ich hier nicht weiter ein, weil das nicht mehr zum Anfänger-Tutorial gehört. Das ist schon etwas fortgeschritten. Zum Thema Tiefwasserhafen gehen wir auf die Karte, gehen hoch. Seht ihr hier diese grau unterlegtes Bereich? Das ist alles Flachwasser. Und wenn ihr über einen Hafen drüber geht, seht ihr auch rechts Seichtwasser. Seichtwasser, wie ich schon sagte, sechste und siebente Rateschiffe, die kleinen und von der fünften Rate, zum Beispiel die Cerberus, die Surprise, ja, die Herkules und die Pandora. Das sind so die kleinsten Schiffe der fünften Rate. Ja, kommen wir hier rüber. Steht hier noch irgendwas Gescheites? Ihr könnt ja auch nochmal das Tutorial machen. Es ist entweder hier oder hier. Okay, kommen wir zu der Spalte. Hier seht ihr euren aktuellen Rang. Ich bin Kommandeur. Ich gehöre dem Clan HRE an. Ich kann zurzeit. Ich habe 600 Leute in meiner Crew und könnte aber 700 Leute befehligen. Der nächste Rang ist Konteradmiral. Ich habe 20.500 Punkte und brauche 35.000 Punkte bis zum nächsten Rang. Sprich, ich muss noch 14.500 Punkte machen. Dann kann ich 900 Leute befehligen. Ich habe ein Fertigungslevel von 0. Fertigungslevel steigen mit Schiffsbau. Wenn man dann später Schiffe baut, steigt das Fertigungslevel und die Arbeitsstunden. Arbeitsstunden sind die Stunden, wenn ihr Schiffe baut, wenn ihr Material abbaut, wenn ihr später mal eure eigenen Hull Repairs herstellt, werdet ihr Arbeitsstunden verbrauchen und mit steigendem Fertigungslevel steigen die natürlich, sprich ihr könnt mehr Kanonen zum Beispiel, auch so ein Thema, verbraucht auch sehr viel. Fertigungsstunden wird aber auch im deutschen Sprachraum eigentlich als Labor Hours bezeichnet. Und diese Goldmünzen. Diese Goldmünzen kommen wir gleich zum nächsten Thema. Diese Truhe. Diese Geldtruhe. Hier sind die Dublonen drinne. Es können nur 10.000 rein. Das ist immer sicher. Wenn ihr euch später teleportieren wollt, zum Teleportieren kommen wir dann später, werdet ihr je nach Rang Dublonen verbrauchen. Wenn ihr später mal im Kampf verliert, ist das nicht so wild? Alles, was hier drin ist, ist sicher. Das geht nicht verloren. Combat Medals gehe ich auch gleich drauf ein. Wo ihr die Combat Medals herbekommt, erkläre ich euch. Wie bekommt man zum Beispiel die Duplonen hier rein? Ich öffne das Inventar von meinem Schiff. Ich hatte gerade einen Kampf. Ich habe hier noch ein paar Duplonen. Okay, passt nicht, schade, weil es sind mehr als 10.000. Ja, er hat jetzt 10.000 abgemacht. Okay, was mache ich? Ich schiebe sie in mein Lager. Auf das Lager kommen wir gleich zu sprechen. Geht nicht anders. Und ich schiebe sie oben rein. Das hier ist mein Schiffsrumpf. Kommen wir gleich drauf. Mein Schiffsinhalt. Lasst sie nicht auf dem Schiff. Wird das Schiff versenkt, ist das Zeug weg. Wenn es euch ein gegnerischer Spieler angreift, er freut sich natürlich, wenn ihr das Zeug noch drauf habt, weil er euren Laderaum plündern kann, wenn ihr verloren habt. Ja, Dublonen braucht ihr unter anderem zum Teleportieren, zum Kaufen von wertvollen Büchern, Upgrades, ähnliches. Werdet dann gleich sehen. Ich lasse es mal offen, man kann es schließen. Ja. Bestenliste. Ich gehöre dem Clan HRE an. Ihr könnt gucken. Clan-Bestenliste. Wo sind wir? Wir sind Platz 5.
unsere PvP-Skills, wie viele Häfen wir im Besitz haben, PvE-Kills und so weiter und so fort. Die Aktualisierung aller 5 Minuten, das ist für die Statistik-Freaks, wer es denn möchte. So, die Upgrade-Truhe, die lassen wir dann auch gleich mal auf dem Upgrade-Truhe. Upgrades ist zur Verbesserung eures Schiffs. Jedes Upgrade bringt euch irgendwelche Vorteile. Die Kränkung zum Beispiel. Kränkung ist die Schräglage, die ein Schiff hat, wenn man eine Kurve fährt, dann drückt das Schiff je nach Wind links oder rechts rein, sodass euer Rumpf, eure Wasserlinie sich hebt und euer weicher Rumpf, der eigentlich unter Wasser gezeigt wird, das ist eine Einladung für den Gegner. Ist sehr gefährlich, wenn da drauf geschossen wird. Das verhindert die Kränkung. Ah, gibt es mehrere ab. Hier könnt ihr das reinlegen, wenn ihr ein Schiff in einem anderen Hafen habt, wie ihr auf andere Häfen kommt, könnt ihr dann darauf zugreifen. Wir lassen es jetzt erstmal offen. Ja, merken. Duplo, Geldmünze. DLCs. DLCs, alle Schiffe, die ihr euch kauft oder die ihr bekommt, könnt ihr hier einlösen. Ein DLC-Schiff alle 24 Stunden ist es einlösbar, wenn ihr es verloren habt. Also, wer eine Herkules hat und die Herkules mal verliert und sagt, Scheiße, jetzt habe ich meine Herkules verloren. Oder bei der Lahamjong, ja, ist kein Problem. Klickt ihr hier auf Einlösen. Dann könnt ihr hier den Rahmen bestimmen. Es gibt seit neuestem dieses S-Holz, diesen verbesserten Hölzer. Wie ihr dann später euren Rahmen macht, ist Geschmackssache. Viele bauen zum Beispiel ja, dieser auf Teak S-Rahmen und als harte Beplankung. Das Weitumblänge, ja, ganz normal hier Scroll-Down-Menü über das Mausrad könnt ihr hier hin und her entscheiden. Wenn ihr dann klickt ihr auf OK und dann wird euch das Schiff genau mit diesem Rahmen hergestellt. Ah, der Bonus, den Bonus, den ihr auf dem Schiff erhaltet bei DLC-Schiffen, ist zufallsabhängig. Was ein Bonus ist, erkläre ich gleich noch. Ja, Geschenke, Belohnungen, wenn Game Labs ein Geschenk rausbringt, dann wird das hier. Ist es Symbol, was ist es, der Name, die Menge, die Zeit, wie lange dieses Geschenk verfügbar ist, ja, die laufen irgendwann ab und ob du es genommen hast. Wird in den Updates aber angekündigt, wenn das kommt. Tifan, wer ein Flaggen-DLC gekauft hat, kann hier verschiedene Flaggen nehmen. Und Vorteile. Ihr habt gewisse Vorteile, die Liste ist lang. Dieser Sextant ist von Anfang an drinne. Ich habe ihn drin gelassen, weil es besser ist zur Navigierung. Was ihr hier anschließend für Punkte was ihr hier reinbaut, ist euch überlassen. Es gibt eine Menge, es kommt auf euren Spieltyp an. Ich bin jemand, der nicht handelt großartig. Also ich habe Hold Optimized, dass ich mehr laden kann, habe ich nicht drin. Ah, gibt tausend verschiedene Sachen. Es ist immer erklärt, wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, ermöglicht ein Doppelschuss. Eine doppelte Ladung erhöht die Reparaturmenge am Schiff, weil es später wichtig ist. Das könnt ihr dann auch zurücksetzen, wenn ihr euch mal vertan habt. Kostet euch 200 von diesen netten Teilen. Ja, die obere Leiste abgearbeitet, also kurzer Rückblick. Na, wo bin ich? Tiefwasser, wie hoch sind die Steuern? Zum Thema Steuern kommen wir dann gleich nochmal. Was wird produziert? Eures Portemonnaie, schiebt die Duplonen hier rein. Könnt ihr von jeder Stadt drauf zugreifen, die ihr von jedem Hafen, wo ihr einen Außenposten habt, Entschuldigung, könnt ihr drauf zugreifen. Ebenfalls auf die Combat Medals und die Update-Truhe, wo der ganze Blödsinn drin ist. Die Combat Medals, wenn wir auf die Karte gehen, Taste M, seht ihr hier diesen Kreis. Es ist eine Patrouille, die ist immer, wird alle 24 Stunden verschoben. Wenn ihr in diesen Kreis reinfahrt und kämpft, egal ob ihr gegen NPCs, also Computer, oder gegen Spieler, PvP, jeder Schaden, Rumpf, Hülle, Rumpf und Hülle ist das gleiche, Segel, Mannschaft, zählt, wenn ihr 5000
1000 Schadenspunkte erwirtschaftet habt, bekommt ihr 3 Combat Medals. Wenn ihr 20.000 erwirtschaftet habt, bekommt ihr 6 Combat Medals. Ihr müsst euch dafür nicht anmelden, ihr müsst keine Startgebühr bezahlen, gar nichts, kann jeder mitmachen. Ihr seht, es ist in einem grauen Gebiet. Hier geht es nur mit Flachwasserschiffen rein. Ja, kleine Schiffe, 6. 7. Rate oder die kleinen 5er. Alle 24 Stunden ändert sich das. So, gut, wieder zurück auf die Karte. Ganz kurz. Online, wie viele sind online, wie viele Kämpfe? Das Textfeld, wenn ihr mit der Maus hier hochgeht und rechte Maustaste drückt, könnt ihr das Ding gedrückt haltet, könnt ihr das Ding verschieben. Linke Maustaste auf dieses Doppelfenster und ihr zieht das in die Länge, Höhe, Breite, wie ihr das wünscht. Hier ist so ein Plus- und Minusfenster. Da könnt ihr Chats dazu nehmen. Nee, Quatsch. Das ist minimieren, genau. Das ist wieder hoch. Wollt ihr ein paar Chats wegmachen, könnt ihr die hier x'en. Pflicht vorgegeben. In jeder Stadt ist dieser Handelschat, den gibt es immer. Euer Clan-Chat, den könnt ihr, wenn ihr in einem Clan seid, den könnt ihr auch nicht wegmachen. So, jetzt will ich noch sagen, okay, was ist global los? Was ist in der Nation los? Und was ist? Sind die Kampfneuigkeiten? Kampfneuigkeiten, der Clerk ist der Computer. Er sagt euch, okay, Pascal hat einen britischen Spieler bei Santo Domingo versenkt. Na, wozu ist es wichtig, wenn ihr jetzt handeln wollt und ihr wollt eine längere Strecke fahren und sagt, okay, Mensch, ist da gerade Action, wie ich es euch vor uns gezeigt habe. Martina, wo ist Martina? Keine Ahnung, wo Martina ist. Kann ich das hier nochmal eingeben? Martin, oh Gott, da ist es in dem Fall. Zack. War es denn auch so? Hat ein bei Martina, versenkt. Nicht Martina, sondern Martina. Kann er das natürlich nicht finden. Ja, wo ist Martina? Costa Rica? Ja gut, ich weiß, wo Costa Rica ist. Manch einer weiß das nicht. Klicke ich hier hin. Okay, da ist es. Ja, also ist irgendwo da hinten, haben die sich gerade gekloppt. Wenn ich jetzt aber von Gustavia hier runter will, okay, na, zurzeit nichts los. Ja, die Chats sollte man immer im Auge behalten, da zum Beispiel, hier steht schon, ein Däne ist auf einer Rad, entweder einer Rattlesnake, ich vermute mal, es ist ein Rattlesnake drauf, und er ist bei Terre de Bass. Ja, also wenn ihr sagt, okay, Mensch, ich will da runterfahren, ups, aufpassen, Dänen sind unterwegs. Ja, Chats sind nicht zu unterschätzen. Okay. Ja. Hier ist der Name eures aktuellen Schiffs, was ihr gerade habt. Das ist die Red Visan. Ich gehe jetzt von rechts nach links durch. Das ist der Schiffsraum, der Laderaum. Ja, das Ding kann 980 wiegen, 980 mitnehmen. Es hat 16 verfügbare Slots, 4 sind belegt. Von den 980 sind 292 Kilogramm, wie man das benennen will, ausgebucht. Warum? Weil erstens Zeug drauf ist im Laderaum und zweitens, weil es Kanonen hat. Kanonen nehmen Gewicht weg. Ja, je schwerer, je größer die Kanone ist, umso mehr Gewicht geht hier schon drauf. Mannschaft. Mannschaftsverwaltung. Ich hatte vor uns gerade einen Kampf. Ich bin jetzt zu 80%. Natürlich will ich meine Mannschaft komplett auffüllen. Hier oben ist noch die Reserve, ja, die gerade sinnlos in der Kneipe sitzen und saufen. Jetzt kann ich mehr in die Kneipe schicken. Jetzt kann ich sie mir drauf holen. Natürlich möglichst immer zu 100% fahren. Ich bin kein Freund von unterbesetzten Schiffen, weil die euch später fehlen werden im Kampf. Wenn ihr im Kampf seid, ja, ihr habt Leute an den Kanonen, ihr habt Leute an den Segeln. Und wenn ihr natürlich zu wenig Leute habt, habt ihr weniger Leute, logischerweise weniger Leute an den Kanonen, was dazu führt, dass die Ladezeiten länger werden. So, okay. So. Hier Hammer und Meißel. Wie gesagt, ich habe es extra nicht für das Video nämlich noch nicht gemacht. Jetzt ist es ausgefüllt. Reparieren. Willst du dein Schiff reparieren? Ich zeige euch mal kurz. Mehr. Behalten wir uns im Hinterkopf. Wo steht's?
Hier steht's nicht. Jetzt zeige ich das bloß ganz kurz. Ah, okay, hier kann man es. Ach ja, genau, hier. Wenn ihr später, weil ich erzähle euch gleich, wie man hier drauf kommt, wenn hier ein Ausrufezeichen ist, heißt das immer, man muss das Schiff reparieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Schiff, was ich drauf habe, kann ich hier auf Reparieren klicken. Oder aber, wenn ich dann in meiner Marine bin, kann ich es hier reparieren. Beide Wege sind möglich, ja. So, ich klicke auf Reparieren. Bist du sicher, dass du dein Schiff für 1000 und reparieren möchtest? Wir reden von diesen Silberlingen, ansonsten würde da auch Dublon stehen. Ja, will ich reparieren. Ihr seht, es ist grau hinterlegt, ich kann das Schiff nicht reparieren. Was bedeutet das R? Du hast keine Reparatoren auf dem Schiff. Doch, habe ich. Ah, okay. Nee, es ist ja gut, es ist ja. Reparatoren, du hast keine Reparatoren. So. Ausrüstung, Schiff verwalten, Schiffswerte. Ich habe hier auf diesem Schiff drei Decks. Das vierte ist gesperrt. Kann man nicht freischalten. Das ist bei dem Schiff so vorgegeben. Ich habe Longs drauf und Mediums. Und vorne und hinten Longs. Ah. Was ist der Unterschied? Es gibt Long Cannons, Medium Cannons und Karonaden. Die Longs haben eine höhere Nachladezeit, einen geringeren Schaden, Grundschaden, aber eine höhere Penetration. Bedeutet, sie durchschlagen die Panzerung und machen diese kaputt. Das ist eine Möglichkeit für Updates. Wir hatten ja die Truhe drauf, ja, diese Upgrade-Truhe. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte das Schiff stabiler haben, ah, kann ich sagen, Trefferpunkte plus 3. Könnte ich das jetzt hier rüberziehen, links gedrückt halten, lasse das hier reinschnipsen, das ist ein Permanent-Upgrade, dann würde sich diese Zahl erhöhen, weil ich eine Verbesserung reingelegt habe. Es gibt unterschiedliche Verbesserungen, zum Beispiel die Kanonendurchdringtiefe. Also die Penetration der Kanonen wird erhöht. Man kriegt es nur runter, indem man, wenn es drauf ist, man es mit Rechtsklick zerstört. Diese Bücher muss man sich freischalten. Ich habe mit dem Schiff jetzt schon einige Kämpfe gestaltet und um das letzte Buch freizuschalten. Ich habe 21.728 Erfahrungspunkte mit dem Schiff und brauche 24.100. Sprich, ich muss noch ein bisschen mehr, ich muss knapp 2,5 Punkte machen. Punkte werden generiert, Erfahrungspunkte, wenn ihr mit dem Schiff kämpft. Ich zeige euch mal ein Schiff, mit dem ich noch gar nicht unterwegs war. Das war ein Geschenk vom Spielehersteller. Ihr seht, hier habe ich noch gar nichts freigeschalten. Ja, ihr fangt wirklich jungfräulich an. Es ist 0. Und ihr habt diese Bücherslots nicht frei. Das nennt man das sogenannte Schiff-Leveln. Ja, zugleich, wenn wir einmal die Seite offen haben. Ja. Das ist ein Rang 1 Schiff. Ihr seht es hier an der 1. Und das ist ein Rang 4 Schiff. Ihr seht an das 4. Was bedeuten die blauen Farben? Die Farben. Grau ist das schlechteste. Grün ist das zweitschlechteste. Dann kommt Blau. Dann kommt Purple und dann kommt Gold. Ihr seht den Unterschied. Zum Beispiel Grün, zweitschlechtester, hat gerade mal einen freien Upgrade-Slot. Blau hat 4 und die Purple hat 5. Ah, ich könnte hier 5 Upgrades reinlegen. Die Bücherslots sind überall gleich. Damit ihr seht, wie ein Upgrade-Slot aussieht. Wo habe ich was drauf? Auf der müsste ich was drauf haben. Ah, hier zum Beispiel habe ich ein Ruder. Die Ruderdrehzeit wird verringert. Die Kanonenstreuung wird verringert. Die Kränkung wird verringert. Und die Nachladezeit der Kanonen wird verringert. Ah, so. Die Bücher.
Bücher findet man, kann man kaufen. Es gibt verschiedene Themenbereiche. Ändern. Ich will jetzt nicht auf jedes Buch eingehen. Wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, sagt euch das, was euch das macht. Ja? Wichtig ist Überleben. Zum Beispiel Planking ist so ein Buch, Treffer plus 5%. Man büßt zwar Tempo ein, aber es gibt halt 5% mehr Treffer. Carpenter, er ist der Zimmermann auf Deutsch. Ja, Reparatur wird erhöht. Ich habe zum Beispiel hier noch ein Kanonenbuch mir geholt. Es ist stapelbar. Zum Beispiel habe ich ja, wenn man jetzt zum Beispiel. Ja, schlecht zu erklären. Ich hätte jetzt irgendwo ein Upgrade drauf, dass meine Reparaturzeit verringert wird. Und hier habe ich ein Buch drauf. Wo ist es? Hier mit der erhöhte Reparaturmenge. Das stapelt sich. Reparaturmenge, wenn ihr dann draußen im Kampf seid, könnt ihr die Reparaturkits einsetzen, wird euer Schiff repariert mit einem gewissen Wert und den erhöht ihr. Bücher kann man jederzeit austauschen, die sind nicht fix. Doppelklick drauf machen und dann kann ich ein neues Buch auswählen. Updates, wie ich sagte, Permanent-Upgrades, die kriege ich nicht mehr runter, da kann ich ziehen, wie ich will. Es sei denn, rechte Maustaste und auf Zerstören klicken, dann sind die Dinger weg. Ah, dann ist das Slot frei, aber das Upgrade ist hinüber. So viel dazu. Das war dieses Symbol Ausrüsten. Ah, das ist so zum schnellen Ausrüsten gedacht. Kanonen genauso. Wenn ihr später Kanonen, ich packe es jetzt absichtlich mal ins Lager. Ah, rechtsklick drauf zum Tipp. Zum Depot senden. Zum Depot senden. Ah, jetzt will ich das Ding ausrüsten. Wenn ihr was im Lager habt, und in dem Fall habe ich mehrere Kanonen im Lager, Doppelklick drauf machen und dann schlägt er euch das schon vor. Okay, hier sind es die 18, hier sind es die 24. Fünder, G steht für ganz, C steht für Karonaden. Okay, hier sind es die 24er, die draufkommen und hier sind es die 18er. So, kommen wir zur unteren Geschichte. Taverne ist nichts weiter wie der Text. Ja, kann man mit T an- und abschalten. Deine Marine. Die gekreuzten Schwerter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, so, wir machen es erstmal weg. Hier sind alle Outposts oder ja, nennen wir es Outposts oder Häfen. Wenn man in einer, die ihr habt, in einer Stadt, in einer freundlichen Stadt, könnt ihr einen Hafen, einen Außenhandelsposten, wie auch immer man es bezeichnet, eröffnen. Das ist sehr relevant, aber es ist begrenzt. Warum ist es relevant? Erstens könnt ihr nur ein Schiff in einem Hafen zurücklassen, wenn ihr dort einen Outpost habt. Ja, ich könnte jetzt nicht nach Basse Terre fahren und dort mein Schiff zurücklassen und sagen, okay, dann das funktioniert nicht, weil ich dort keinen Hafen habe. Ihr könnt euch zu diesen Outposts hin teleportieren. Komme ich gleich drauf. Hier wird euch aktuell angezeigt, wo ihr seid. Ja, eigentlich steht es auch hier oben, aber hier ist extra nochmal dieser Poller mit diesen, den ihr da wenn ihr an einem Kai steht, wo die Schiffstaue festgemacht werden. Das sind die einzelnen Outposts, die ich habe. Crew verwalten ist genau das gleiche wie hier unten. Es ist halt doppelt gemoppelt. Ah, es gibt viele Wege führen nach Rom. Zu den Zahlen. Klasse 7 bis 1. 7 sind die ganz kleinen Süßen, sieht man schon, ne? Hier. Putzig. Ah, Klasse 1 ist dann schon ein anderer Kaliber. Die Farben habe ich gerade erklärt. Ich sag's gerne nochmal. Grau, schlecht, grün, blau ist Mitte, Standard, sage ich jetzt einfach mal. Purple oder Violett ist schon besser und golden sind dann Deluxe. Ja. Hier die Slots, ihr müsst die freikaufen.
kann man erweitern. Fonds immer, wie viel habt ihr, wie viel sind aktuell belegt, von wie viel möglichen, 17 von 24 belegt. Schlepplizenzen, wenn ich jetzt ein Schiff, wenn ich jetzt nicht erst ewig weit segeln will, ich möchte ein Schiff von A nach B haben, dann kann ich das Schiff, rechte Maustaste, Schleppanfrage. Dann steht hier 1200 und dann könnte ich den Hafen anklicken und für 1200 Ocken geht das Ding darüber. Ist an Bedingungen gebunden. Erstens, ihr dürft nicht auf dem Schiff sein und das Schiff darf nicht in eure Flotte, also es muss in den Docks stehen. Und es darf nichts auf dem Schiff drauf sein, sprich, der Laderaum A muss leer sein. Ihr erinnert euch, wenn ihr mal guckt, das hier draußen ist ja für das Schiff, was ich aktuell am Kai liegen habe. Es ist analog aufgebaut. Ja, Laderaum, Crewmanagement ist hier oben, Reparatur und Ausrüstung. Oh, das hier ist übrigens ein Nachrichtenbalken, es hat eine Eroberung begonnen. Ja, ganz kurz. Wie kann ich mit zwischen den Schiffen wechseln? Doppelklick auf die Schiffe und ihr seht, es wird zum Hauptschiff. Auktion, hier steht Auktion. Möchte ich ein Schiff verkaufen, könnte ich jetzt hier sagen, zur Auktion schicken. Dann wird es, kann ich einen Preis eingeben und dann ist es in der Auktion drin. Ich muss den Steuersatz bezahlen, der hier angegeben ist. Ja, also wenn ich das Schiff für 20.000 verkaufe, muss ich logischerweise 2.000 Steuern bezahlen. Egal, ob ich das Schiff verkauft kriege oder nicht, ich muss die 2.000 bezahlen dafür, dass ich es in die Auktion geschubst habe. Ja. Ganz wichtig, oder noch wichtig, wenn jetzt zum Beispiel bei den Perks, ich habe hier oben, wie ihr seht, kein Flottenperk. Einer ist immer frei. Ja? Also ich kann jetzt ein Schiff, nehmen wir mal die Intiaman, mit zur Flotte nehmen. Also klicke ich Rechtsklick, zur Flotte senden und dann ist es in der Flotte. Ja. Wenn ich jetzt den Laderaum meines Flottenschiffs haben will, ganz logisch, klicke ich einfach hier drauf, klicke auf den Laderaum. Ihr seht, der Laderaum ist leer. Aber warum sind hier schon 58 belegt? Ganz einfach, es sind Kanonen drauf. Diese Kanonen nehmen euch hier schon Gewicht weg. Es ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Okay, aber den Laderaum lassen wir mal offen, um das später zu zeigen. So, das ist der Laderaum. Das war meine Marine. Ja, ich hoffe, ich habe es euch erklärt. Ja, das Schwarze, hier steht immer der Ort, wo es ist. Alles, was schwarz ist, kann ich aktiv zugreifen. Ah, die USS, die liegt in Macau, die Hercules liegt in Macau. Die anderen in Fajardo, Philippsburg, da komme ich nicht ran. Ah, sie sind halt da, aber ich kann sie nicht aktiv besetzen. Ich müsste mich hin teleportieren. Bevor ich das mit dem Teleportieren vergesse, der Teleport ist dieser Pöller. Ja, könnte ich jetzt hier Teleport machen. Was aber nicht funktionieren wird, weil. Oder andersrum erstmal. Ja, man klickt hier auf Teleport und da steht hier, okay. Du musst 9 Duplonen bezahlen. Wir erinnern uns, Duplonen sind die Dinger. Duplonen gibt's, kann man looten von den Schiffen, die man versenkt hat. Wenn ich jetzt auf Bestätigen klicke, wird das aber nicht funktionieren. Weil ich ein Flottenschiff dabei habe. Ja? Ich darf also, wir gehen nochmal in meine Marine. Ihr seht hier, habe ich ein Schiff in meiner Flotte. Würde ich dieses Schiff aus der Flotte rausnehmen, ja, ich kann auf einem Hauptschiff sitzen, kann ich mich teleportieren. Das Schiff wird nicht mit teleportiert. Nur die Person, nicht das Schiff. Wenn ich Außenposten vernichten will, hier X drücken, ist selbsterklärend, dann kommt eine Sicherheitsabfrage. Bist du sicher? Das und ja, gut. Hier Platz verfügbar. Wenn ich dann in einer Stadt bin, kann ich sagen, ich möchte einen Outpost errichten. Klick hier drauf, dann werde ich gefragt, bist du sicher, dass du hier einen Außenposten eröffnen möchtest? Ja, bin ich. Bla bla bla. So. Werdet ihr zum Anfang das Geld gar nicht dafür haben. So.
Warenhaus, ganz wichtig. Es gibt zwei verschiedene Art Warenhaus. In jeder Stadt, wo ich einen Outpost habe, habe ich auch ein festes Warenhaus. In jedem anderen Hafen, den ich anlaufe, habe ich ein temporäres Warenhaus. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Basse-Terre fahre, und dort im Laden was einkaufe, landet es in meinem temporären Warenhaus. Es ist genauso, kann ich das genauso anklicken, wie ich es hier mache. Der Unterschied ist, verlasse ich die Stadt und ich habe noch etwas in dem Warenhaus, in dem temporären, ist es weg. Ja, dann ist es, ja, wir kriegt ja auch eine Warnung hier. Bist du sicher, dass du den Hafen verlassen willst? Alle im Warenhaus gelagerten Gegenstände werden vernichtet. Wenn ihr einen Outpost habt, habt ihr ein festes Warenhaus. Also was ihr dort reinpackt, packt ihr dort rein. Das ist auch nicht weg. Ihr könnt, wie ich schon sagte, auch Schiffe dort lassen. Ja, Warenhaus, ganz einfach. Ja, hier so, ihr könnt das freischalten. Ich habe 70 von 80 Slot belegt. Jetzt werden sich einige wundern, hä, warum hat denn der hier noch Upgrades drin? Ja, ganz einfach, die Kiste ist voll. Ja, hier passt nicht mehr rein. Also habe ich hier noch was rumliegen. Ich muss gleich mal gucken. Additional Ballast. Nö. Was ist das? Basic. Extra Shot. Ah, da kann ich hochschieben. Habe ich wieder einen Platz gespart. Ah, muss man mal ab und zu mal gucken. Ja, Duplo, hatte ich das schon vor uns mit zum Anfang gesagt, dass man das Teil 10.000 passen bloß rein. Ja, man kann das über Drag und Drop, aber warum das wichtig ist, habe ich euch ja erklärt, warum Duplonen da oben liegen sollten. Ah, ist euer Taschengeld zum Teleportieren und. So, jetzt hatte ich ja das von der Indiaman offen gelassen. Ich zeige es euch nochmal. Na, ich möchte jetzt etwas auf meine Indiaman schaffen. Ich klicke hier rein, klicke auf meine Indiaman, klicke auf den Laderaum. Der Laderaum geht auf. Ah, jetzt seht ihr, 4000 habe ich 58 sind belegt. So, jetzt möchte ich meine netten Pflanzen, weil ich die verkaufen will. Oh, jetzt geht das natürlich nicht. Dein Schiff wird überladen sein. Ja, warum? Ja. Wenn man drüber fährt, Gewicht 100, es wären 4.300. Ja, was darf ich haben? Ich kann nur in ganzen Schritten abbauen. Ich kann nicht 40 nehmen, weil 40 mal 100 sind 4.000. Ich habe was belegt. Also muss ich hier 39 draus machen. Wie mache ich das? Rechtsklick, teilen. Ich gebe 39 ein und kann diese 39 hier rüber schieben. Ihr seht. 39,5. Ich hatte noch ein bisschen was frei. Ne? Ja, über Drag und Drop kann ich es rüberschieben. Ich kann aber auch sagen, sende zum Depot. Zum Clan-Depot, wenn ihr in einem Clan seid und ihr wollt was ins Clan-Warehouse legen, ihr habt irgendwas Gutes gefunden oder ihr habt Holz, Steine, was weiß ich, ne, was man immer mal so gebrauchen kann, könnt ihr das ins Clan-Warehouse schicken. Müsst ihr aber euch dort aufhalten, wo das Clan-Warehouse ist. Das würde jetzt auch, das übersteigt das erstmal, das sagen euch dann eure Leute im Clan. Ja, machen wir wieder zu. Das zum Depot. Ja, wenn es zu unordentlich ist, hier oben kann man auch mal auf Sortieren klicken. Bücher, ich weiß nicht, ob ich es vor uns eingangs gesagt hatte, Bücher, die man kennt, na, wie zum Beispiel hier, steht jetzt unten grün, du hast dieses Buch bereits verinnerlicht, wenn man oben drüber geht. Es ist bei allen Dingen gleich, egal ob es Upgrades sind, Bücher, irgendwas, es wird einem immer erklärt, was es eigentlich ist, wenn ihr mit der Maus drüber fahrt. Ja, will ich nicht weiter drauf eingehen. Ja, wie man Sachen teilen, hat man gerade. Nochmal teilen, zack. Teilen. Ihr könnt auch über den Schieberegler bestätigen. Und wenn ich wieder sortiere, zack, ist es wieder 1. Selbsterklärend. Wie ihr die einzelnen Ladebuchsen aufkriegt, habe ich euch auch gerade erklärt. Einfaches Drag and Drop. Kaufen. Oberkategorien. Um was geht es eigentlich? Unterkategorien. Ich bin jetzt bei Kanonen. Ja, alle Kanonen habe ich jetzt. Ich könnte jetzt mittlere Kanonen, lange Kanonen, Langkanonen, Karonaden und Mörser verkaufen.
Ich habe von den Dingern 18 Stück, ja, oder hier von den 72. Ich würde eins kriegen, wenn ich auf die Fläche, ich muss auch auf die Fläche klicken, ja, verkaufen links, aufpassen, über den Schieberegler. Zack. Ihr seht, zu meinen Gunsten, ich würde 72 Reals kriegen. Der Steuersatz beträgt 10%. Wir ziehen 10% ab, macht 65 Reals. Würde ich diese kaufen wollen, es sind Kosten die 145 und es sind 108 im Lager. Ah, wenn ich jetzt 108 kaufe, der Grundpreis für 145 wären 14.500 plus die 10, plus die 10%. Ja, wenn ich etwas kaufe, muss ich 10% drauflegen. Wenn ich etwas verkaufe, werden mir 10% abgezogen. 15.000. Jetzt habt ihr hier so ein I oder was auch immer das ist. Ja, das ist, da hat jemand einen Vertrag. Dann kann ich euch sagen, er hat einen Vertrag aufgegeben. Er will 50 Stück für 25 kaufen. Genau. Also ihr seht, Asa Maximus Septimus will 50 von diesen besonderen Kanonen kaufen und er bezahlt dafür einen Stückpreis für 25.000. Ah, die Dinger sind nicht umsonst so teuer, die sind schon relativ gut. Ich könnte es jetzt verkaufen, weil ich selber habe 30. Ah, und der zweite will 30 Stück kaufen für 20. Jetzt hat das Spiel so eingerichtet, wer das bessere Kaufangebot macht, ist am Drücker. Ah, also er will 50 Stück kaufen für 25, wenn ich jetzt meine, also ist sein Kaufangebot das bessere für mich. Ja, ist nur nice to know. Also wenn ihr hier sowas davor habt, hat ein Spieler einen Vertrag oder einen Kauf, hat gesagt, okay, ich verkaufe oder ich möchte gern was kaufen. Verträge anbieten kann man hier machen. Ja. Ich kann jetzt sagen, okay, ein Einkaufs- oder ein Verkaufsvertrag. Was will ich machen? Ich will Ressourcen verkaufen, ja, zum Beispiel Kohle. Ich will den Preis 50 will ich pro Stück verkaufen und ich verkaufe 5.000. Ja, steht auch hier, die Handelssteuer wird sofort fällig. Ist für euch erstmal zum Anfang unwichtig. So, wenn ihr mittlere Kanonen, wenn ihr den Unterschied wissen wollt, ja, es wird wieder aufgeführt. Kanon für Schiffe auf der Laotian steht sogar unten drunter. Ich schiebe mal diesen blöden Chat weg hier. Naja, rechte Maustaste und runterschieben. Ah, Kanon für die verwendet werden und so weiter und so fort. Die Penetration, ja, der Kaliber, der Grundschaden, die Nachladezeit, die Streuung, wie viel Gewicht die Kanone hat, na, und so weiter und so fort. So, Upgrades. Hier kann man Upgrades kaufen. Hier wird alles angezeigt, was ihr in der Kiste habt und was ihr in dem aktuellen Lager habt. Gleiches Spiel, 80, na, ich würde zwar 80 verkaufen. Und wenn ich eins kaufen will, dann müsste ich 25. Alles selbsterklärend. Hier ist immer die Menge, die ihr habt. Ja, wenn ich diese komische Pumpe verkaufen will, 80 rüberschieben. Will ich aber nicht. So. Wieder die Unterkategorien, Upgrades, Crew, Schießen, Ding, Tempo drehen, ändern. Ja, wie gesagt, das sind die Teile, wenn ihr dann, so, ich mache jetzt mal das Schiff auf, die ihr hier reinziehen könntet. Ja, wenn ich jetzt eins kaufe, so, zack, ich würde es mir dann hier nach unten reinpacken. Ja, dafür sind die da. Verbrauchsgüter. Hull Repairs, Rig Repairs, Loki-Rune. Was ist eine Loki-Rune? Wurde eingeführt, damit Spieler keine der Angst vom PvP verlieren, also Player versus Players. Wenn ihr die Rune benutzt, springt ihr in irgendein Gefecht rein, was gerade aktuell stattfindet. Es ist völlig unabhängig, wie kaputt das Schiff ist, wo der Kampf ist. Wenn ihr den Kampf dann verliert, ist es auch egal, ihr büßt keine Punkte ein, gar nichts. Es ist einfach nur, der andere Spieler wird ein bisschen geärgert und ihr habt euren Spaß und braucht keine Angst haben. Rig Repairs für die Segelreparatur, Rum für das Ersetzen der Mannschaft und Hull Repair für die Hüllenreparatur. Ja, ich kann die selber herstellen. 100, wenn man sie jetzt kaufen würde, 146.
In der Herstellung kosten sie 86. So, gucken wir mal. Hier verkaufen. 82.600. Hä? Was ist hier los? Klicken wir mal drauf. Dieser Bonus will 1.600 für 82. Dieser WLAN will nur 74. Aber ich sagte gerade, in der Herstellung kostet das 86. Also man braucht den Workshop dafür, man braucht die entsprechende, man muss Eiche abbauen, man muss Kohle abbauen und man muss Eisen abbauen. Wenn man da den einzelnen Hersteller und den Abbaupreis nimmt, kommt man auf 86. Ich glaube nicht, dass die zwei Kollegen aus der Nachtschicht hier froh werden und das für das Geld bekommen. Aber gut, vielleicht findet sich jemand, der es billig, der es ja, Verlust machen will. Lizenzen, größere Schiffe brauchen Lizenzen. Die Christian ist ein Klasse 2 Schiff. Ah, wenn man das überhaupt erstmal bauen will, derjenige Schiffsbauer braucht dann auch die Genehmigung dafür. Kann man mal, also man kann die selber kaufen, kann die dann seinem Schiffsbauer geben. Ja, ist die Lizenz, er braucht dann die Ressourcen, kann das Schiff bauen. Klingt einfach, aber Ressourcen müssen erstmal rangeholt werden. Ja, Ressourcen. Man, hier, das ist eigentlich der Laden. Hier wird verkauft und angekauft. Was das ist, habe ich euch gerade erzählt. Ja, nehmen wir mal Burgundien, Aquavit. Ah, gut, Aquavit ist gerade ausverkauft. Okay, ja, nehmen wir jetzt einfach mal Burgundien. Ach, gut, ne, machen wir klein. Ja, Münzen. Combat Metals, wer auch immer die verkauft oder wer seine Dublonen verkauft, ja, mir fällt kein Grund ein, warum man das machen sollte, warum die beiden Dinger so wichtig sind, werdet ihr das nämlich gleich sehen. Bücher. Bücher, hier gibt es ja, hier gibt es teilweise Mittelmaßbücher, auch wieder die einzelnen Unterkategorien, Crew, Überleben, Schießen, Tempo ändern. Ja, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt was überleben, es hat alles was mit Reparatur, ich brauche noch ein gutes Reparaturbuch. Ah, zum Beispiel hier verkauft, hier will einer 242.000 für dieses Buch haben. Wenn man so ein Ding findet, ist schon nicht schlecht. Sollte man vielleicht erstmal im eigenen Clan gucken, bevor man es verkauft, ja, mit sich gegenseitig helfen. Ah, Burden kenne, das ist so Standard. Den Rotz, den findet man immer wieder. Die hier. So. Ressourcen. Wie funktioniert der Einkauf? Ja, jetzt sehe ich natürlich hier die Einkaufsliste. Burgundienwein. Na, okay. Der kostet 17.000, da sind 184 drin im Verkauf. Da irgendwas stimmt da nicht. Okay. Dann klicke ich die, drücke ich M. Ja, hier hatten wir vorher die Bezirke, wo wir Häfen suchen können. So, und hier kann ich nach Händlerwerkzeug. Burgund. Weil das werdet ihr brauchen, um halbwegs Geld zu verdienen. So, Burgund. Da kommt auch schon Burgund weit. Ich klicke an. Mit dem Schieberegler kann ich die Distanz nach. Jetzt habe ich auf 0. Nur habe ich nur Gustavia. Ich schiebe es immer so. Okay. Kaufen. Verkaufen. Da sehe ich schon, aha, das wurde hier verkauft. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, ich nehme mal Aquavit. Ich weiß, dass es Aquavit gibt oben in Gustavia. Deswegen habe ich nämlich 127 davon im Lager. Aquavit kaufen. Ich klicke so lange, doppelt, also einfach klick, nochmal klick, bis das billigste Angebot hier oben ist. Kaufen 1,7776 plus 10% Steuern drauf, also nochmal 170 drauf, macht 1,87 plus nochmal 70 drauf, 1,95. Also mit Steuern muss ich 1.950. So, jetzt will ich gucken, wie ich das am teuersten verkaufe. Dazu kann ich das natürlich hier runter scrollen. Oder ich klicke hier auf Verkaufen drauf und sehe, aha, San Juan 6.1. Basterre 9.7, Pointe Pier. Ah, muss ich halt gucken. Ich kann das natürlich auch noch weiter ausdehnen. Aber dann fahre ich aber auch bis an den Arsch der Welt hier, um das Zeug zu verkaufen. Wer das braucht, soll das machen. Je länger die Route ist, umso gefährlicher wird's. Natürlich steigert es enorm den Gewinn. Ja, wenn ihr dann gesagt habt, okay, ihr habt jetzt
Wir kriegen jetzt auf Kaufen. Ja, Gusti hat mal 1,95 verkaufen. Angenommen, wir verkaufen es in San Juan. San Juan weiß ich, wo es ist. Gusti ist hier. San Juan ist hier. Musste man an den Dänen vorbei. Ziehe ich nochmal 610 ab. Also 6,1 minus 610 macht 5,455. Für 1,95, also für knapp 2 gekauft und für 5,5 verkauft. Da kann sich jeder selber ausrechnen. 2,5-facher Gewinn. So, dazu mein Hinweis, kann man mit allen anderen Produkten auch machen. Yorkshire Pudding oder irgend so Quark hier, ne? Kaufen. Wo kaufe ich es? In Gusti für 50. Für 50,7 plus Steuer drauf, also 6,2 ungefähr. 602, wo verkaufe ich es? Ah, abzüglich der Steuer für 600, hier kann ich es für schlappe 2,4, also ist natürlich ein satter Gewinn. Ah, ich weiß gar nicht, wo es ist. Pampa, ah, da unten. Also müsste ich einmal. Aber ihr seht, französisches Gebiet, lauft ihr immer Gefahr, dass ihr geändert wird und ihr könnt nicht immer euer Schiff mit einem Kriegsschiff begleiten, weil der Hafen gesperrt ist. Also ihr müsstet entweder ihr findet einen zweiten Spieler, der euch begleitet, oder ihr geht das Risiko ein und fahrt da runter. Und wenn euch aber ein Franzose da wegnascht, dann ist das Schiff seine und die Ware ebenfalls. Ah, muss man immer gucken, wie man es am besten macht. Okay, so viel zum Laden. Ja, Waage, Laden, selbsterklärend. Wie das Händler-Tool funktioniert. Schiffsauktion. Ja, Rang 7, die schlechtesten. Rang 1, die teuersten. Ja, Basic Cutter. Basic Cutter ist der Cutter, den habt ihr zum Anfang. Der kostet euch nichts. Basic Cutter könnt ihr auch immer wieder im Gefecht reparieren. Unendlich kostenlos. Basic Cutter, die Mannschaft aufpimpen, auch kostenlos. Das ist quasi so die Rückfallebene. Ansonsten, was ist es für ein Schiff? Wer hat es von wem? Was will er haben? Die Klasse, die Farbe. Ihr könnt auch drüber gehen, über das Symbol und sagen, aus was ist er denn? Ah, Crew Bonus 1. Und er ist aus Bermuda und Beplankung. Bermuda und was hat er noch? Und aus Fichte. Also eigentlich Schrott. So, Rang 6 Schiffe. Rang 5 und dann verließen Rang 4 und dann verließen sie ihn allmählich. Oh, und Rang 2 Schiff ist, glaube ich, Rang 3 Schiff ist drin in der USS, ja. Hat der Wahoo eingesetzt. Kann man drüber gehen, das ist eine grüne, ja. Ist halt nicht der Knaller. 360.000, ja, kriegt man relativ schnell mit Handeln rein, wenn man gar kein Schiff hat und erstmal irgendwie eins braucht. Ja. Was ich euch vergessen habe zu sagen, bei der Marine, und das geht hier nur bei der Marine, wenn ihr hier drüber geht mit der Maus, steht oben der Rang, die Kanonen, Upgrade-Slot, Decks und der Kampfwert. Der Kampfwert ist deshalb wichtig, wenn ihr später draußen Kämpfe führt in der offenen Welt und euer Kampfwert ist höher als der des angegriffenen Schiffes. Sprich, ihr fahrt mit der Santi, werde ich euch dann gleich zeigen, und ihr greift einen Kutter an, der hat eine 30, ja, dann ist das Gefecht offen, dann können Feinde reinspringen. Wenn das Battle Rating zu euren Ungunsten ist, sprich, ihr greift ein größeres Schiff an, dann kann kein Gegner mehr in euren Kampf reinspringen. Ja, merkt euch das. Die Gefechte sind 2 Minuten offen. Ist das Battle Rating eures geringer, also ihr greift höherwertige Schiffe an, dann kommt keiner mehr rein. Ist das Battle Rating zu euren Gunsten, also ihr greift schwächere Gegner an, dann ist der Kampf 20 Minuten offen und es können Gegner reinspringen, also echte Spieler und euch das Leben dort echt schwer machen. Was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr euch überlegt, ja verdammt, wie viel Hull Repairs und wie viel Takelage Repairs muss ich mitnehmen? Ihr seht ja die Auflistung: Tempo, Drehrate, Crew, Minimum Crew und dann steht dort einmal Rumpfreparatur. Für eine Rumpfreparatur braucht ihr 6 Hull Repairs. Für eine Takelagereparatur braucht ihr 7 Hull Repairs. Das ist aber von Schiff zu Schiff völlig unterschiedlich. Zum Beispiel die Red Visan braucht 9
Aha. Zum Beispiel die Dinger, also ihr seht, 9,9, ich kann dreimal mein Segel reparieren, ich kann dreimal meine Hülle reparieren. Im Gefecht ist das, könnt ihr, wenn ihr ein Gefecht habt, wenn ihr das angewandt habt, habt ihr einen Cooldown von 10 Minuten, also ja, solltet ihr euch überlegen, wie, wann, wo ihr repariert und wie ihr segelt, aber das gehe ich jetzt nicht drauf ein, das sprengt den Rahmen. Ja, also nochmal überlegen, das geht nur hier. Ah, das geht nicht, wenn er hier draußen draufklickt. Geht das nicht. Da wird das nicht angezeigt. Warum, weiß ich nicht. Es ist so. Ihr geht auf die gekreuzten Anker, klickt euer Schiff an, fahrt mit der Maus drüber, lasst die Maus draußen stehen und dann. Ah, unten werden euch dann noch die Bonis angezeigt. Zum Beispiel Gunnery Bonus, Hull Bonus, Sailing Must Rig. Gunnery Bonus, also der niedrigste Wert ist 1, der höchste ist 4. Gunnery Bonus, weniger Leute an den Figuren, Hull Bonus, ihr habt mehr Hitpoints an der Seite, also mehr Hüllenschaden, Sailing, ihr braucht weniger Leute an den Segeln und Mastenrig, eure Masten sind stärker gepanzert. Woher ist der Vorteil? Ihr müsst euch überlegen, das Schiff hier hat eine Crew von 324. Wenn ihr jetzt, die Leute werden aufgeteilt an Kanonen und Segel im Normalfall. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Boarding geht, na, dann werden Leute abgezogen, die sich fertig machen, um den anderen Kahn zu boarden. Die werden natürlich von den Kanonen und den Segeln abgezogen. Wenn ihr eh schon weniger Leute an den ganzen Gerätschaften braucht, fehlen die euch hinterher nicht, weil je weniger Leute ihr an den Kanonen habt, je höher ist die Nachladezeit oder die Segel setzen etc. pp. Gut. Das so viel dazu. Schiffsauktion hat man gerade, Admiralität. Hier sind die Pyramids. Ah, wir erinnern uns dran. Goldtruhe auf. Das sind die Dinger, die ihr über diese Geschichten hier generiert, über diese Missionen. Zweite Rate, dritte Rate, erste Rate, erste Rate. Das ist diese Pyramid. Ja, also es ist nur dafür, dass ihr das überhaupt bauen dürft, braucht ihr die Dinger. Die müsst ihr kaufen und euren Schiffsbauer. Ja. Und der Schiffsbauer wird euch die Dinger sicherlich nicht vorschießen, wenn ihr dann irgendwann mal sagt, okay, na, ich bin jetzt im Bereich der dritten Rate. Ihr habt einen Schiffsbauer, du baue mir mal eine Sirdrede, sagt dann, ja klar, dann gib mir mal schön die Erlaubnis, dass ich das bauen darf. Ja, die werden hier, ihr seht, ja, ganz schön teuer. So, Upgrades, gute Upgrades, kosten Dublonen. Wie überall, wenn ihr drüber fahrt, zeigt euch das an. Es ist stapelbar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Buch habt, wo ist denn hier die Kanonenlad? Die Nachladezeit der Kanonen. Nachladezeit der Kanonen minus 2,75. Wenn ihr ein Buch habt, es wird gestapelt. Also ne, das eine schluckt nicht das andere weg, sondern es ist es wird immer besser und besser und besser. Muss man seine eigenen Kampftaktik anpassen. Die einen sagen, ich will schnell schießen, die anderen reparieren, ja, wie auch immer. So viel dazu. Hier ist der Preis. Da, du blöd. Bücher. Gute Bücher. Oder ihr könnt hier Bücher kaufen. Ja, allen möglichen Scheiß. Zum Beispiel Marines. Die braucht ihr dann fürs Boarding. Das gibt euch bessere Chancen im Boarding. Powder Monkey ist, wenn ihr eine Weile drüber. Schießpulver aus dem Schiff. Nachladezeit der Kanonen minus 2%. Ja, es ist Klasse 6 bis 7. Hier steht immer die Klasse dahinter, für welche Klasse. Es gibt auch Universalbücher, so wie das hier. Da steht Klasse Universal. Es ist keine Klasse dahinter eingegeben. Hier könnt ihr die Bücher kaufen. Börse, ja, Blaupausen. Blaupausen könnt ihr kaufen, dann kannst du die anwenden und dann kriegst du ein Schiff hingestellt. Kostet halt dementsprechend Geld. Oder es wird was erstellt. Das ist aber für euch noch uninteressant. Ja, also Admiralität, eigentlich wichtigste Bücher und Upgrades, weil manchmal findet man einfach nicht das Buch, was man unbedingt braucht. Zum Beispiel, ich habe Carpenters nicht gefunden oder Expert Carpenters. Ich habe es mir dann irgendwann gekauft, weil es einfach nicht droppen wollte. Ja, Gebäude und Fertigung.
Hier sind meine ganzen, was habe ich ja? Ich habe die Forge, ich habe den Workshop. Forge ist der Kanonenshop. Workshop ist zum Herstellen von Hull Repairs und Rigs und Rum. Ja, beim Hull Repair sieht man zum Beispiel, okay, ich habe momentan ist mein Eisen, ich habe keine Eiche da. Und daraus lässt sich dann auch der Preis errechnen, was man hier bezahlt. Ja, Hull Repairs geht zum Anfang ist es echt teuer, fragt im Clan nach, irgendwo gibt es immer jemanden, der die Dinger herstellt und euch für einen Einkaufspreis verkauft, weil ihr werdet zum Anfang doch reparieren müssen. Das Buch ist das Missionsbuch. Hier Mission, verfügbare Mission, Wirtschaft. Ja, einfach draufklicken. Ihr müsst einen Gegenstand abliefern nach Point de Pier. Na, wenn ich wieder nicht weiß, wo ist Point de Pier, Karte aufmachen. Hafe. Point. Oder Petroleum und irgendwas spricht. Okay, das ist irgendwo in der Nähe. Ich weiß, wo es ist. Deswegen. Es ist nämlich da. Ah, ich müsste von Gusti hier runter und das Ding da unten abliefern mit Escape. Würde ich 24 kriegen und 800 Dublonen. Ja, es ist ein schwedischer Hafen. Also ich könnte hier ein Kriegsschiff fahren, weil ich die Leute habe. Und ein Handelsschiff und das Handelsschiff mit meinem Kriegsschiff bewachen, weil es ein dänischer Zielhafen ist. Das ist Zufall. Wenn es morgen die Franzosen einnehmen oder die Russen, ja, ist es ja, anders. Dann gibt es Missionen, wo es keine Dublonen gibt. Hier gibt es halt mehr Silberlinge. Passagierlieferung, ja, die sind stapelbar. Ich kann die jetzt annehmen. Na, der Server wird alle 24 Stunden neu gestartet. Danach könnte ich sie wieder annehmen. Ich habe 3 Tage Zeit. Am dritten Tag könnte ich sie wieder annehmen. Dann schaffe ich alle 3 Passagiere zu demselben Ziel und würde 36. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Ich finde, sind die Strecken zu weit und dadurch, dass es halt freie Häfen sind, ja, ich brauche das meistens Häfen anderer Nationen sind, muss ich mit einem Handelsschiff fahren, weil die meistens nicht frei sind. Ja, und damit bin ich vogelfrei. Vorteil ist, ich muss halt nichts investieren. Ja, wie beim Kaufen, was ankaufen, dann verkaufen. Hier bin ich frei von jeder Investition. Kampfmission empfehle ich jeden Anfänger, und das ist das Allerwichtigste. Killmission. Nimmt man einen Kampf teil, wird auf der Karte angezeigt. Rang 6. Ziel einmal Rang 6. Das ist wichtig, dass hier einmal Rang 6 steht. Ihr kriegt, wenn ihr die Mission schafft, 97 Duplonen. Es gibt nämlich auch Missionen, da steht zweimal Rang 6. Ihr könnt diese Mission anfahren mit einem Schiff, dann habt ihr aber 2 Gegner. Wenn ihr es später könnt, könnt ihr es machen. Killmission kann als Gruppe gefahren werden. Wenn ihr eine Gruppe habt, maximal 6 Leute, aber jeder in der Gruppe generiert die Anzahl dieser Ziele. Sprich, gehe ich hier mit 6 Leuten rein, habe ich 6 Ziele. Gehe ich hier mit 6 Leuten rein, habe ich 12 Ziele. Das ist dann schon eine sportliche Nummer. Wenn ihr die Mission geschafft habt, kriegt ihr einen Hinweis, dass die Mission abgeschlossen worden ist und du in einem Hafen deine Belohnung abholen kannst. Ist hier Platz, geht diese Belohnung direkt hier oben rein. Jagdmission empfehle ich auch jeden Anfänger, töte 14 Mal Rang 7. Ihr fahrt raus in die Open World und klatscht hier einfach Rang 7er weg. Auf welchem Schiff ihr dabei sitzt, ist völlig egal. Zum Anfang werdet ihr eh nur Rang 7 haben. Macht 420 und eine Mission Chest. Was da drin ist, weiß keiner. Zufallsprinzip. Natürlich, je höherwertiger die Missionen sind, dann ist schon mal eine Gold Chest oder eine Captain oder Admiral. Ja? Das sind die Jagdmissionen, kann ich nur jedem empfehlen. Zum Anfang die 6er und die 7er anzunehmen, die kannst du ewig lange laufen lassen. Wenn die 14 Schiffe weg sind, sind sie weg. Dann ist die Mission erfüllt. Ihr fahrt zurück. Pum. Gib paar Dublönchen. Nicht schlecht. PvP-Jagd. Finde Vernichtung auf der offenen Welt gekennzeichnete Ziele. Ja, also musst du PvP spielen. Vernichtung. Finde und vernichte in der offenen Welt gekennzeichnete Ziele. Fundort nahe Feinde. Bin ich jetzt gerade. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Jagd und Vernichtung? Bin ich jetzt gerade selber ein wenig
Ach, ja, genau. Haha, ja. Jagd. Hier ist es allgemein. Ihr könnt da alles rausnehmen. Na? Rang 6, Mercury, Niagara, Navy Brig, was auch immer. Hier wird euch das Ziel vorgegeben. 9-mal Kutter, 10-mal Navy Brig. Ja, wäre ich jetzt noch in den niederen Level, würde ich die zwei Dinger parallel zu denen mitlaufen lassen, weil in dem Moment, wo ihr eine Navy Brig wegklatscht, klatscht ihr auch ein 6er Schiff weg. Also mit einer Mission, mit einem Kill, gehen beide nach oben. Ja. Hier steht, ups, Jagd. 15 mal Rang 6 und 10 mal, also wenn du 10 mal die Navy Brig weggefeuert hast, hast du auch 10 mal ein Rang 6 Schiff weggeklatscht und damit bleiben nur noch 5 übrig. Oh, Gruppenkill, ja, ist klar, man muss als Gruppe rennen und Porträt will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ist so. Eroberung ist Hostie-Schießen. So, Events. Deadman's Patrol, habe ich schon gesagt, ist oben diese, wo man Sachen generiert. Diese Combat Marks. Für die Anfänger. Leichte, wöchentlich leichte Schiffe. Wöchentlich leichte Challenge für den Rang 6. Also, ihr müsst auf einen Rang 6 Schiff sitzen. In anderen Städten gibt es andere Missionen. Vielleicht gibt es auch irgendwo 7. Also, wenn ihr dann euer erstes Rang 6 Schiff fahren könnt, was relativ schnell passieren wird, greift ihr andere Gegner an. Ihr müsst mindestens 3 Kills haben, kommt ihr in diese Bestenliste. Je schwerer die Ziele sind, die ihr angreift, also wenn ihr auf einem Rang 6 Schiff ein Rang 5 Schiff angreift, zum Beispiel mit einer Niagara greift ihr eine Surprise an, was machbar ist, regeneriert ihr Punkte und kommt am Ende der Woche, wird in dem Fall ein Tag, das läuft immer eine Woche, bekommt ihr Dublonen. Ja, kann man mitlaufen lassen. Also man kann schon Dublonen generieren, gerade zum Anfang, wenn er hier 5er, 6er, 6er, 7er Schiffe klatscht, auf ein 6er Schiff setzt, geht das schon. Das war hier. Der Teleport, wie gesagt, habe ich euch vorhin erklärt. Teleport drauf, ohne darf nichts in der Flotte sein. Ich habe jetzt kein Schiff in der Flotte. Wenn ich mich jetzt teleportiere, wäre ich auch tatsächlich da oben. Und das ist die Hafenverwaltung. Wollen wir jetzt erstmal außen vor lassen. Gut. Ah, zum Abschluss. Zahnrad. Kannst du Tutorial oder Spiel verlassen? Was wird angezeigt? So, wichtigst. Was bin ich? Wie viel brauche ich noch? Wie viel brauche ich noch bis zum nächsten Rang? Ja, die Goldtruhe mit den Combat Medals und den Duplonen. Ranking, Schatztruhe für die Upgrades wichtig, die Pyramids, die ihr euch zum Anfang setzen könnt, ja, für 200 Dublonen. Ja, der Chat, groß, klein. Ah, und hier unten nochmal Chat, Hafen, Depot oder auch Lager genannt, Handelsladen, Schiffsauktion, Admiralität, hier wichtig Upgrades und Bücher. Wenn ihr später selber was herstellen könnt. Okay. Jo, würde ich sagen. Ich bleib gleich auf der Santi drauf. So, jetzt will ich was rüberschieben, ne, weil ich jetzt gerade festgestellt habe, okay, ein bisschen wenig Rig drauf. Was braucht die Santi eigentlich? Die braucht 6x, 6x12, also ich kann sie dreimal reparieren. Okay, 2 habe ich drauf. Dann teile ich meine. Ich brauche 18, 6 habe ich drauf, also brauche ich 16. Und per Drag and Drop ziehe ich sie hier drauf. Fertig. So. Macht wie auf alle Fälle das Tutorial. Ach, keine Haare. Genau, keine Haare. Sagt er mir sogar an. Oh, ich habe die Indiamen noch drin. Ich will die Indiamen aber nicht mitnehmen. Ja, er hat gerade gesagt, Flottenmanagement fehlt. Ich könnte die jetzt hier hochschieben. Ach, hier ist ein gutes Beispiel. Ah, 284 Leute sitzen jetzt noch in der Kneipe rum. So, jetzt hole ich meine Leute ran. Okay, jetzt habe ich zu wenig, also muss ich nochmal 100 Leute hier vom Sklavenmarkt holen, die für mich mitkämpfen. Okay. Da ich das aber nicht will,
Ich will die nicht mithaben. Sende ich sie zu den Docks. Ja, also Rechtsklick zu den Docks senden. Damit sind sie raus. Ihr seht, die freie Crew wurde wieder aufgefüllt. Also die sind nicht verloren gegangen. Die sind wieder da. Und ich verlasse den Hafen. Ganz kurz so, will ich euch noch was zur offenen Welt erklären. So, in der offenen Welt. Ihr habt jetzt hier oben Beitrittstimer. Du kannst keinen Kämpfen beitreten oder Events nutzen. Weil ich gerade aus dem Hafen raus bin, habe ich eine Sperre. Ah, ich könnte, wenn ich das jetzt angreifen, Wölter steht hier, du kannst nicht angreifen. Jetzt haben wir gerade ein Paradebeispiel. Hier steht, hier ist ein Totenkopf davor. Totenkopf sind Elite-Schiffe. Das sind immer Admiräle, also die haben die beste KI, die es gibt. Er hat keinen in der Flotte. Es ist ein Däne, es ist ein Privateer. Bedeutet, wenn man dieses Schiff besiegt hat, ist eine, also wie nenne ich, weiß es gar nicht, so eine Not drauf. Mit dem kann man sich dann so eine Privateer herstellen. Welche Werte die hat, ist zufallsabhängig, sind aber eigentlich im Allgemeinen gute Schiffe. Hier unten. Angeln, wenn ihr das macht und auf der Open Welt seid, angelt ihr Fische und Salz und diese Fische könnt ihr dann in Proviant umwandeln, könnt es verkaufen, eurem Schiffsbauer geben. Wenn ihr Glück habt, findet ihr eine Seeflasche mit also ein Hinweis zu einem versenkten Schiff. Das wird euch dann so auf der Karte bezeichnet. Muss man mit einem Handelsschiff hinfahren, muss ich irgendwann mal machen. Kann ich den Schatz heben. Wichtig ist, ihr könnt nur eine Schatzkarte gleichzeitig benutzen. Also wenn ihr das große Glück habt und zwei Flaschen findet, müsst ihr erst den einen Schatz heben, bevor ihr die zweite Flasche öffnet. Das ist der Chat. Die Karte. Ich mache das eigentlich immer über die Taste M. M auf, M zu. Ja, hier euer. Das gleiche eigentlich, eure Upgrade-Kiste siehst du hier wieder, euer Geld, aber du kannst auf der offenen See keine Upgrades verbauen. Ja, was wir drauf haben auf dem Kutter, das Menü, da kommen wir aber nur beim Journal rein, alles andere ist gesperrt, weil wir auf offener See sind. Und der Bug-Report. Der Kompass, der Wind kommt von hinten in unser Heck. Das C steht für Capital Zone, für Hauptstadtgebiet. Was passiert? Man kann nicht angegriffen werden. Also ich könnte jetzt hier draußen stehen bleiben. Hier könnten die Gegner hin und her kommen. Kann nicht angegriffen werden. Ich ziehe aber auch keine anderen Schiffe mit rein. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich einen Gegner angreifen will, der hart ist und ich habe günstigerweise eine NPC-Flotte in meiner Nähe. Zum Beispiel, wenn ich die jetzt so anklicke, ja, dann gibt es einen Kreis drin und alles, was dann in dem Kreis ist, wird sich hineingezogen. Aber er ist auch noch in der C-Zone, das seht ihr hier oben. Also würde das dort nicht passieren. Ja, der ist jetzt außerhalb der C-Zone, der auch. Also wenn ich den jetzt anklicke und ich gucke, Mensch, ja, die Fregatte, die ist bald mit drin. Ich warte, bis die Fregatte mit dem Kreis ist und ich greife dann an, dann ziehe ich die Leute mit hinein. Ihr seht es gerade durch Anklicken der Leute. Der Schiffe, zum Beispiel Sergeant Schmucker, weiß ich, ist ein Spieler aus unserem Clan. Ansonsten wird euch das angezeigt. Ist es ein feindliches Schiff? Oh, gar, ganz wichtig. Die Flotten. Das sind sogenannte Privateer Fleets. Diese Flotten sind eine Art mobile Schutzzone. Die fahren ringsherum und greifen gegnerische Spieler an, solange wie sie nicht auf kleinen Schiffen sitzen. Und kommen sie auf kleinen Schiffen. Niagara, also bis Battle Rating 100, Niagara-Schiffe, Pandora und so, Snow wird gerne benutzt.
Alles, was oben drüber ist, greifen die an. Gibt es in anderen Hauptstadtgebieten auch. Deswegen, es ist ein Teilschutz, wenn er jetzt zum Beispiel von Gusti da runter, irgendwo da unten ist es nach Oranje, was fahren wollt. Es kann passieren, dass ihr angegriffen werdet von kleinen Schiffen. Ist gar nicht so abwegig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Der Kompass. Ach ja. Auf der offenen Welt. Ah, Karte drücken. Kursdreieck anzeigen. Ganz. Wie navigiere ich? Ich habe mir jetzt das Kursdreieck angezeigt. Ich habe euch ja gesagt, ich habe den Sextanten drinne. Ich mache einen Doppelklick auf mein Schiff. Ah, Linksklick, Doppelklick. Jetzt will ich zum Beispiel wissen, wie der Kurs nach Amalienburg ist. Und mit der rechten Maustaste halte ich das und ziehe das Richtung Amalienburg. Ich ziehe es natürlich so, weil wenn ich es hier durchziehe, fahre ich ja durch die Insel. Also ziehe ich mir den Kurs so, dass ich dann. Keine Ahnung, ich sehe ja die Stadt dann. Und dann seht ihr hier unten einen roten Dings. Und ich müsste, wenn ich jetzt nach Amalienburg segeln würde, genau so segeln. Ja, zum Hull Repair. Ich wollte mal was angreifen, damit ich euch das mal zeigen kann. Wenn ihr gegen den Wind fahrt, müsst ihr kreuzen. Lange. Ich nehme jetzt die Mercury hier vor. Ah, ihr seht, hier ist Kampf. Information 60-60. Das Battle Rating ist ausgeglichen. Es kann also keiner mehr mit reinspringen, wenn der Kampf schon über 2 Minuten ist. Ich noch eventuell bei ihm. Ich weiß es jetzt gleich gar nicht so genau. Aber ein Feind kann da nicht reinspringen, wenn der Kampf. Ah, ich kann noch mit rein. Okay. Ich kann aber auf. Also, ich würde meinem Kollegen unterstützen, was aber doof ist, weil ich dann das Battle Rating verschiebe zu seinen Ungunsten und dann wieder in Gegner reinspringen kann. Ja, das meinte ich hier. Ich zeige es euch mal, Paradebeispiel. Hier ist eine Fregatte mit drinne im Kreis. Ich greife die Navy Brig an. Und was passiert? Die Fregatte wird mit hineingezogen. So, da drücken wir die Taste M, dann sehen wir, wie wir stehen. Ich war eigentlich allein unterwegs, ja. Es ist die Fregatte reingezogen worden, eine Surprise ist reingezogen worden und eine Belle Poule ist reingezogen worden. Ihr seht, der Rote hat einen Schaden, er hat schon einen Schock geschossen bekommen, und zwar einen Nachladeschock. Er kann nicht nachladen, die Kanonen. Ich habe den Wind von hinten, meine Segelstellung. Anzahl meiner Crew, meine Segelprozente, meine Fahrt, die ich gerade aufnehme, meine Kanonen. Und wenn ich auf meinen Gegner gucke, analog das gleiche. Ach nein, das ist mein Freund. Feinde werden rot angezeigt. Ja, seine Pumpe ist kaputt. Er hat 100% Segel. Er hat 125 Leute drauf. Seine linke Seite ist verschossen. Sie ist momentan noch nicht nachgeladen. Seine rechte Seite ist noch aktiv. Was soll ich großartig zum Schießen sagen? Bitte macht das Tutorial, das ist extrem wichtig, damit ihr überhaupt erstmal lernt, wie ihr auf welche Kanone kommt.
Die jeweilige, man kann mit F1, F2, F3, F4 gewisse Decks sperren, ja. Wird dann rot angezeigt. Warum sperrt man Decks, wenn man zum Beispiel nicht die komplette Breitseite verfeuern will? Oder, zu unterschiedlichen Kanonentypen, zum Beispiel Karonaden und Longs hat, und wegen den Einzielen, dass man sagt, okay, man schießt erst die Longs. Die Konvergenz erkläre ich gleich, was eine Konvergenz ist. So, jetzt hab's auf Heck eingestellt, sieht man hier unten auf Heck. Warum? Weil ich mich rückwärts in das Ziel eindrehe, ja. Also hier, ich drehe mich jetzt nach rechts ein. Mein Heck ist als erstes auf dem Schiff. Also will ich ja, dass es als erstes durch. Jetzt kommt, jetzt schaukelt sich's gerade auf. Okay, jetzt stehen wir fast. Okay, jetzt kommt. Das ist die. So, ihr seht, das, was ich vorhin gemeint habe mit Undercrew 255 von 286, ein paar sind an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch zu wenig Leute habt für so ein Schiff und ihr den sogar noch mit 100 Leuten weniger fahrt, ja, dann fehlen euch dort überall die Leute. Und das ist nicht toll. Das dauert dann umso länger. So. Ich habe die Taste 9 gedrückt. Ich schicke meine Jungs ins Boarding. Ganz einfach. Warum? Er hat nur noch 99 Leute, 97 und ich habe 328. Ist eine ganz cremige Geschichte. Kriegen wir hin. Kann ich euch gleich was übers Boarden. Boarden geht nur, wenn ihr unter 4 km/h seid. Und hier die Zahl weiß ist. Das ist eure Vorbereitung, eure Preparation. Ich schicke meine Leute aus den Kanonen raus. Sprich, ich habe die Taste 7 gedrückt. So, Entern ist möglich. Ich mache es jetzt mal, bevor komplett versenkt wird. Ihr seht, ich bin jetzt auf seiner Seite. Ich kann jetzt über die Taste rechts neben dem Fragezeichen schießen und meinen Enterkampf unterstützen. Ihr habt hier verschiedene Sachen: Verteidigung, Angriff, Musketenfeuer, ja. Seine Leute, meine Leute. Ziel ist es, die Moral von ihm auf 0 zu kriegen. Ja, er hat jetzt nur noch 62 Moral. Er hat mir 2 Leute weggenommen. Ich habe ihm 8. Ich kann auch seine Leute auf 0 setzen, aber die Moral kriege ich eher runter. Ich habe ihn in einen Angriff reingehauen. Dem hat er nichts entgegenzusetzen gehabt und da war's. So, ich habe das Schiff, den Endkampf gewonnen. Ich drehe meine Maus so, dass ich von meinem Schiff auf das andere Schiff gucke und X drücke. Jetzt ist das Schiff leider untergegangen. Das seht ihr anhand davon, dass hier Wasser reinläuft. Da. Der Kahn ist abgesoffen. Wenn er nicht abgesoffen gewesen worden wäre, könnte ich hier die linke Maustaste und könnte den Crew-Regler rüberschieben. Die würden mir dann hier abgezogen werden und hier drauf. Damit würde ich das Schiff übernehmen. Lernt ihr aber alles im Tutorial. So, ziehe ich mir das, was er auf dem Boot hat, ziehe ich mir rüber. Ich könnte jetzt den Kampf beenden, was ich aber noch nicht ganz will. Ich will euch noch ganz kurz was zu der Konvergenz sagen, weil es immer wieder Fragen gibt. Was bedeutet das eigentlich? Also, ihr habt den Modus parallel. Ich muss mich da nur erstmal kurz rausdrehen hier aus der ganzen Geschichte. Das ist die sogenannte Kränkung. Mein Schiff liegt jetzt nach rechts geneigt. Das kann man mit Upgrades etwas minimieren. Ich würde ihm meine weiche Zeit, also wenn ich jetzt der Gegner von links käme, hätte er meine hohe Seite, er könnte mir unter die Wasserlinie schießen, was extrem gefährlich ist. So sollte man
nicht dem Gegner gegenüberstehen. So, meine Geschwindigkeit ist negativ. Ich setze Konterruder. Ich habe das Ruder nach rechts gesetzt. Ich will aber nach links. Und ihr seht, ich drehe mich auch nach links. Und sobald meine Geschwindigkeit positiv ist, nehme ich das Ruder wieder in die Richtung. Jetzt ist hier der Wind gleich durchgelaufen. Und da kann ich F drücken. Ja. F drücken. Und jetzt ziehe ich sogar noch das vordere Ruder, das vordere Segel komplett nach links. Und das rechte halte ich erstmal parallel und damit wendig. So, was wollte ich euch zeigen? Konvergenz. Oder anders gesagt zum Segeln. Mit der Taste T, wir fangen mal kurz beim Segeln an, mit der Taste T ziehe ich diese Stabsegel ein. Die nehmen mir die Geschwindigkeit runter. Taste T wieder drücken. Ich werde schneller. Meine Segel stehen momentan auf Automatik. Die kann ich natürlich drehen. Und wenn ihr das Tutorial macht, werdet ihr sehen, dass man auch mit Segeln wenden kann oder drehen kann, ohne das Ruder einzusetzen. Ist eine Nothilfe. Ah, jetzt drehe ich das hintere, jetzt drehe ich das hintere Segel rum. Und ganz allmählich ändere ich meinen Kurs. Es dauert, es dauert, es dauert. Ja, aber so kann man ja, kleine Korrekturen. Wichtig ist es aber eigentlich, wenn ich zum Beispiel wenden will. Ich könnte jetzt einfach nur meinen Ruder links nehmen. Was aber ewig dauert, bis ich da mal rum bin. Nehme ich aber meine Segel zur Unterstützung und ziehe noch das Stabsegel ein, damit ich nicht zu schnell bin. Guck mal, wie eng mein Kreis jetzt wird. Zack, zack, zack. Und schon bin ich rum. Jetzt muss ich das vorne parallel halten. Das kriegt man dann irgendwann raus, wie das Spiel funktioniert. So, jetzt komme ich sogar in so eine Art Gleitfunktion rein. Natürlich geht das Ganze auch in die andere Richtung. Ja. Ruder hart rechts. So. Geschwindigkeit ist relativ hoch. Will ich ein kleines bisschen reduzieren, damit ich den Winkel enger ziehe. Und schon bin ich durch. So, zum Schießen. Das ist für die Anfänger auch wichtig. Es gibt, wenn die Taste R parallel Wasser 100 und 200 Meter. Ich halte mal kurz an, die Karre hier. Ach übrigens, mit der Tabulator-Taste, wenn ihr die gedrückt haltet, seht ihr, wer das, wie viele Spieler mit im Spiel sind, was für Schiffe drin sind, was für gegnerische Schiffe sind und oben seht ihr, wie viele Rumpftreffer, Segeltreffer, Module und so weiter und so fort ihr geleistet habt. So, zur Konvergenz. Also erst und zwar parallel bedeutet, die Kanonen sind stur parallel ausgerichtet. Sie sind gerade zum Schiff, zur Höhenachse und zur Längsachse. Jede Kanone schießt stur geradeaus. Pum. Sieht man auch anhand des Musters. Rechts seht ihr jetzt so einen kleinen Streifen. Na, ich schieße ja vom Heck. Ihr seht den Hauptstreifen und es wandert ein Streifen weiter rüber. Das ist immer die aktive Kanone. Ah, und jetzt zack, zack, zack. So. Wenn ihr jetzt Wasser, schießt ihr auf die Wasserlinie.
Und jetzt habt ihr 100 und 100, 250 Meter. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die äußeren Kanonen zur Mitte gedreht werden und die Schüsse quasi sich treffen. Ich schieße mal eine Breitseite parallel ab. Ich nehme dafür vom Bug aus, damit ihr nur mal den Unterschied seht. Parallel schießen. Ihr seht, die Kugeln fliegen einfach gerade weg. Und fliegen parallel ins Wasser. Huch, jetzt habe ich Fahrt aufgenommen. Und jetzt diese 100er Einstellung. Das bedeutet nicht, dass die nur 100 Meter weit fliegen, sondern der Schnittpunkt aller Kanonen ist genau in 100 Metern. Ihr seht das ganz da, wo jetzt mein roter Strich ist. Dort laufen die Kanonenkugeln zusammen. Ich setze mal eine Breitseite rein. Ihr seht, die fliegen alle relativ zentriert in ein Gebiet. Für was braucht man das? Das braucht man, wenn man im Schiff ins Heck schießt und das Heck aufschießen. Aber das ist jetzt zu viel des Grundlagentraining, das ist Kampftraining. So, Kampf beendet. Verlassen. Und damit wären wir eigentlich auch schon mit dem Grundlagentraining oder mit dem Grundlagen durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir einen, ja, Daumen hoch da. Tschüssi.